Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Vlog 8 von 20. Das geht ja hier richtig flott voran, aber das war auch, finde ich, schon bei Vlogmas so, also dass die Zeit total schnell verging. Und ja, eine Woche ist jetzt hier schon rum, aber es liegen ja noch knapp 2 Wochen hier vor uns. Und von daher kommen hier noch ein paar Vlogs, keine Sorge. Und ja, wir starten jetzt erstmal in den Tag, in einen wunderbar sonnigen Donnerstag. Sonnenanbeter Bruno leistet mir hier Gesellschaft. Und sobald irgendein sonniger Fleck hier in der Wohnung ist, ist Bruno derjenige, der drauf liegt. Guten Morgen. Hi. Mila schläft gerade und ich überlege gerade. Ach, da ist das Babyfon. Lülülü. Sie schlummert also quasi ihren Vormittags. Nap macht sie gerade. Sie hatte eben ihre zweite Flasche gehabt und ja, jetzt schläft sie tief und fest. Mal gucken, für wie lange. Julian schläft auch gerade. Wir machen das momentan nämlich so, dass wir immer abwechselnd morgens mit Mila aufstehen und der andere kann dann halt ein bisschen länger schlafen. Heute durfte ich länger schlafen, habe bis ungefähr 8:45 geschlafen. Das war richtig schön. Dann hat allerdings der DHL-Mann geklingelt, aber das reichte mir vollkommen. Dadurch war Julian natürlich ein bisschen müder, weil er heute Morgen dann gegen 6:30 mit der Kleinen aufgestanden ist. Und jetzt hat er sich halt deswegen nochmal kurz hingelegt. Und er müsste aber sicherlich auch gleich aufstehen und dann frühstücken wir zusammen. Und ich werde in der Zwischenzeit mal eben die Pakete auspacken, die gekommen sind. Und die sind riesig. Vor allem habe ich gestern erst bestellt. Also zum einen ja die Smellfree Nachfüllkassetten. Die sind allerdings jetzt noch nicht dabei. Und dann habe ich noch Schuhboxen für unseren Kleiderschrank bestellt. Da wollte ich ja neue haben. Und das sind jetzt so durchsichtige, so ein wenig stabilere. Und ich dachte, die müsste man noch zusammenbauen. Aber ich glaube, die sind im Ganzen gekommen, deswegen diese Riesenkartons. Dann ist da noch ein Paket von euch dabei und ich glaube das Sonnensegel, was ich noch für den Kinderwagen bestellt habe. Boni, du bist immer dabei. Wenn es um Pakete öffnen geht, ist Bruno der Erste, der hier mit am Start ist. Ich glaube, Bruno findet aber auch einfach dieses Papier total toll. Papier. Guck dir das an. Hier, du da was finden kannst. Sind auf jeden Fall die Schuhboxen, allerdings sind die größer als erwartet. Da werden dann auf jeden Fall nicht so viele im Schrank passen, wie ich gedacht habe. Dann kann man halt so die Luke aufmachen und sein Schuhchen reinstellen. Also die gefallen mir schon mal sehr gut. Und da hatte mich eine Zuschauerin draufgebracht und meine Schwester. Und deswegen habe ich sie jetzt auch bestellt. Sehr schön. Ja, und davon habe ich dann nochmal so ein Dreier-Set. Die kommen nämlich nur so in Dreier-Sets. Dann werde ich die nachher mal dann umräumen. Ist ja nicht wahr. Ich habe gedacht, das wäre das Sonnensegel, aber es ist nicht das Sonnensegel. Es ist tatsächlich ein Shampoo, was ich mir vor 4 bis 5 Wochen bestellt habe. Mensch, hat ja fast gar nicht lange gedauert. Ich habe es nämlich schon wieder voll vergessen. Ich habe es bei Mrs. Bella, ich weiß gar nicht, wie sie, ich glaube Miss Bella. Ihr wisst bestimmt, wen ich meine hier auf YouTube. Und die hatte das in ihrem Favoritenvideo vorgestellt. Es ist auf jeden Fall so ein Shampoo, was so den Gelbstich aus der Haarfarbe ziehen soll. Und da ich eigentlich ein helleres und kühleres Blond haben möchte, habe ich gedacht, ach, was soll's. Ich teste das einfach mal aus. Wenn ich es heute noch teste, dann filme ich das auf jeden Fall. Ich bin nämlich sehr gespannt und das ist halt ja knalllila, ne, das Shampoo. Also ich habe gute Bewertungen gelesen und bin sehr gespannt. Auf jeden Fall, na schade, ich hätte das Sonnensegel auch gern gehabt. So, jetzt mache ich gerade das Paket von der lieben Svenja auf. Das erste, was ich sehe, sind diese süßen Schuhe. Ich liebe ja selber solche Schuhe, ne? Das hat bestimmt schon gesehen. Hat sie aber gekauft, mein Gott. Du bist ja verrückt. Schlümpfe, Schlümpfe. Oh Gott, verrückt. Zwei. Oh, Schokolade. Oh, da wird Jürgen sich freuen. Oha. Oh Mann, ey, du bist echt verrückt. Was hast du alles gekauft? Schon mal tausend Dank an dich, liebe Svenja. Und ich werde mir jetzt noch in Ruhe deinen Brief durchlesen. Ja, und vielen Dank. Ja. Von mir. Vielen, vielen Dank. Vor allem Jürgen hat immer gemeckert, wenn ich Mila den I Love Mom Body angezogen hat. Und jetzt hat er auch einen. Also gibt keinen Grund mehr zu meckern jetzt.
der Kleiderschrank jetzt aus? Ich habe jetzt erstmal nur eine Box reingestellt, denn die sind deutlich breiter und sonst kriege ich den Rest hier nicht mehr rein. Das ist jetzt Größe M und es gibt aber auch noch Größe S und ich glaube, die sind vielleicht eher so wie die. Da muss ich mal schauen, weil für meine Schuhe reicht auf jeden Fall S. Und ja, mal gucken, wie ich das nochmal... Aber ansonsten sind die sehr gut. Also man kann die einfach öffnen und ja... Echt praktisch. Und obwohl heute so ein super schön sonniger Tag ist, werden wir wahrscheinlich die meiste Zeit drin sein, weil wir hier halt einiges schaffen wollen, saugen, wischen und so weiter. Die Wäsche läuft. Ich schmeiß gleich noch die zweite Maschine an, ne, damit wir heute alles quasi in einem Abwasch machen. Yeah. Also spazieren gehen tun wir ja auf jeden Fall. Bruno muss ja raus, aber ansonsten werden wir jetzt nicht irgendwo groß hinfahren. Mausi ist jetzt angezogen und hat wieder ihren schönen Anorak von H&M an. Und sie ist nicht genügend. Warte. So. Und die Mütze hat uns mal irgendwer zugeschickt. Die ist auch super niedlich und passt perfekt zur Jacke, wie ich finde. Und ja, wir werden jetzt rausgehen. Bruno muss nämlich auch raus. Und ja, entweder sie kommt in die Tragetasche oder in den Kinderwagen. Hm? Bisschen nochmal an die Sonne heute, ne? Du bist so süß, Masi. Bruno, du auch. Und Julia natürlich auch. Ich will jetzt schon mal eben anfangen, das Essen vorzubereiten, beziehungsweise Teile dafür. Und zwar gibt es heute Abend Quinoa-Bällchen mit Tomaten-Karamellsoße. Ich glaube, ich habe es ja schon mal gestern oder vorgestern erwähnt. Und das Rezept war aus einem Kaufland-Prospekt. Und ich werde euch das einfach dann irgendwie in die Infobox schreiben, weil ich kann euch ja leider keinen Link dazu geben. Und jetzt werde ich schon mal den Quinoa kochen und mir alle anderen Zutaten zusammensuchen. Beziehungsweise ist hier der Quinoa schon drin, der köchelt dann gleich ein bisschen vor sich hin und jetzt, ja, suche ich mir eben die anderen Sachen zusammen. Und den restlichen Quinoa kann ich hier schon mal wegstellen. Das reicht. Und dann brauchen wir noch Kichererbsen, rote Zwiebeln, eine Paprikaschote, Chilischote, Tomaten, passierte. Ja, das hole ich mir eben. Der Quinoa ist jetzt gleich fertig. Und ich habe die Paprika schon mal klein geschnitten, das ist nur eine halbe und die roten Zwiebeln. Ich habe passierte Tomaten, die Kichererbsen müssen noch abtropfen und ja, dann geht es gleich weiter. Jetzt muss der Quinoa mit der Paprika, den Zwiebeln, dem Kichererbsenpüree, die mussten nämlich mit einem Esslöffel Olivenöl püriert werden, muss das Ganze vermischt werden und dann kommt eigentlich Zitronensaft frischer rein, aber ich habe jetzt nur Limettensaft da. Und das Konzentrat will ich nicht nehmen, deswegen einfach Limette. Und ja, dann müssen wir das verkneten, was ich ja gar nicht mag, abschmecken. Und ich glaube, dann werden schon die Bällchen geformt. Wir werden sehen. Ich bin selber gespannt. Die Quinoa-Bällchen sind jetzt soweit fertig, dass sie in den Ofen können. Und ich muss, glaube ich, ein bisschen leiser sprechen, weil Julian gerade Mila ans Bett bringt. Und ja, die sind ein bisschen größer geworden als, glaube ich, im Rezept. Weil im Rezept sollen 24 rauskommen und bei mir sind 16 rausgekommen, aber das ist ja wurscht. Und deswegen habe ich sie auch nicht auf Holzspieße aufgepikst, so wie im Rezept. Aber das wird auch so gehen. Die sind jetzt nochmal mit Olivenöl eingepinselt worden und jetzt kommen die für eine halbe Stunde in den Ofen. Und dann kommt da noch so eine Tomatensoße zu mit karamellisierten Chilis und sowas. Also so eine süß-scharfe Soße. Ja. Das wollte ich sagen. Und damit verabschiede ich mich auch für heute. Wir sehen uns morgen. Tschüss.